aufpassen. Stört dich, wenn die Kamera wird? Die filmt jetzt mit, oder? Ja. Ich kann sie gerne ausmachen, wenn du willst. Nein, nein, ist okay. Nicht stört mich. Gut schaust du aus. Danke. Tolle Aussprache. Ja. Vielen Dank. Ich freue mich, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Wie geht's dir? Also, wie läuft der Film? Ihr dreht doch, oder? Irgendwie seit 2 Wochen oder so. Gut. Super. Wahrheit? Mhm. Scheiße. Warum? Keine Hauptdarstellerin mehr. Ursprünglich spielt das aber mit die Anna. Anna Mitterer, oder? Ja. Das habe ich gelesen, ja. Aber. Ich habe heute früh gefunden. Überdosis Tablette. Steht noch nicht in der Presse. Furchtbar. Heute früh. Ich meine, ich kenne sie nicht wirklich persönlich, also so von Hallo sagen oder so, aber ich habe öfter gehört, dass sie so Probleme hatte mit Depressionen und dann Tabletten. Aber es ist ja echt furchtbar, es tut mir echt voll leid. Ich mochte die, also ich mag die sehr, die ist auch, ist eine super Schauspielerin einfach. Ja, tut mir leid. Ich habe mir gedacht, sie hat sie im Brief, aber... Retten mich. Gern. Retten mich. Gerne. Erzähl einfach ein bisschen was, was du so in den letzten Jahren gemacht hast. Du meinst jetzt seit wir gearbeitet haben? Ja, ja. Wie lange ist das her? 7? 8. Sind wir schon so alt? 8 Jahre ist es schon? Ich ja, du nicht. Ah. Okay. Ja, das ist immer so schwierig. Warte mal, wo fange ich denn an? Also ich fange an nach der Zeit, ne? Okay. Ja, das war erstmal ziemlich schwierig. Also weil da war so eine Zeit, wo eben alles irgendwie schief geht. Das heißt, dass ich hatte sehr viele Castings in der Zeit, sehr viele Auditions auch. Ich fand auch, dass einiges nicht so schlecht gelaufen ist, war irgendwie immer so eine Typentscheidung oder so, immer so in letzter Minute dann noch nein. Und so ging es halt irgendwie so dahin. Also so immer wieder sich gefreut und kurz davor und dann war es irgendwie wieder halt leider nein. Ein Film ist auch nicht gekommen, ist wurscht. Jedenfalls, dann war ich irgendwie schon gezwungen, irgendwie dann mal zu arbeiten, einfach auch finanziell. Und ich habe dann ein Angebot angenommen von dem Kinder- und Jugendtheater. Und das war, ja, also, es war lustig und ich mag, die sind nicht gerne Kinder und die waren auch inzwischen waren sehr lustig und es gab natürlich tausend Anekdoten, was die Kinder dann so sagen und sagen lauter und was weiß ich und schneller und ist ja wurscht. Jedenfalls, es war wahnsinnig laut und Stimme war dann auch weg und so. Und ich hatte dann auch gedacht, ich muss das irgendwie aufhören. Und bin dann, bin ich eine Zeit lang ein bisschen gedreht, genau, mit Werbung gesprochen. Und dann kam dieses Musical, da war ich bei einer Audition und es hat geklappt und es ging ein paar Mal hin und her und dann haben sie mich angerufen und das war, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, vom Winde verweht wurde irgendwie als Musical gemacht. Ja, davon habe ich gehört, super, das war ein Spektakel, ja. Super. Ja, es war, super. War wirklich sehr, sehr schön. Ja. Musik war sehr lustig, also mochte ich sehr. The Fields of Love, The Fields of Gold. Und ich weiß, du musst nicht so Musical freuen. Ich mag Sachen immer sehr.
Ja, dann wurde das aber nicht verlängert, weil es war eigentlich sehr gut besucht und es gab auch die Option, dass es eigentlich jetzt länger läuft, aber es war dann irgendwie finanziell, ich weiß es auch nicht warum, letzten Endes. Jedenfalls war ich dann halt wieder auf der Suche und ja, dann habe ich ein Stück im Tourneetheater gemacht, eine Komödie. War auch was Neues für mich, war lustig und so und war auch fein eigentlich so. Mit dem Regisseur war echt fein und mit den Kollegen so groß wurde es halt dann irgendwann schon so. Also es ist dann schon stressig, wenn man immer aufeinander hockt und immer die gleichen Sitze morgens hat. Das ging dann schon immer ziemlich an die Nieren. Also das hat dann irgendwie auch, ja, jetzt bin ich wieder hier für eine Zeit und wie gesagt, ich melde mich einfach. Ja, sitze ich hier. Aber gut. Okay. Du hast dich irgendwie gar nicht verändert. Nee. Schaut mir immer so scheiße aus. Das wäre so ein Fishing von Kompliment, so eine Dicke. Den Assistenten habe ich getroffen von ihr auf einem Fest und ich hatte auch noch eine Nummer von ihr und habe dann gefragt, ob die stimmt und er hat mir dann die neue gegeben, aber ich glaube, es war von ihm okay, weil er wusste, dass wir gearbeitet haben. Ich habe ihm das gesagt. Na, kein Problem, also. Ist okay. Passt. Ich habe auch überlegt, ob es jetzt irgendwie auch günstig ist oder stört, aber ich habe ihn so lange nicht gesehen. Ja, insgesamt so. Gut. Wenn? Eine Frau verheiratet. Nein. Ein Kind. Du hast eine Frau und ein Kind? Ja. Mietje. Habe ich ein Foto davon gesehen? Ja, sehr gerne. Paula. Na, wann ist aber sehr hübsch. Ja, habt ihr schon mal zusammen, ja, das Kätzchen? Das haben Sie gesehen? Ja. Ach, schön. Ja.
Ich schaue mir alles an, was er macht. Gut. Sie war gut, ich war schlecht. Nein, aber sieht man nicht so stark. Oh, danke schön. Normale Zuschauer. Oh, danke schön. Nein, großartig, großartig. Ich freue mich. Dann kommen Sie, trinken wir was. Sehr gerne. Tschüss. Okay. Ja. Ja. Das Arbeiten, das Vorbereiten. Du willst es vorsprechen? Nein, nicht wirklich vorsprechen. Ich brauche das natürlich nicht in der PK. Du entstehst. Oh Gott. Also, ich du liebst mir damit. Du musst immer denken, du liebst mir damit. Ich habe irgendwie, weil wir gearbeitet haben, irgendwie echt überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass ich. Ja, also ich habe jetzt nichts. Wo ich sein kann, dass ich jetzt für heute. Ja, bei jedem Mal irgendwas, das, was drauf hast. Oh Gott. Das ist furchtbar. Ich muss es sagen. Also, ich könnte vielleicht. Ja, ich bin sicher, der Lock ist auch weg. Ja. Musical, willst du mich wollen, nehme ich an? Nein. Das sieht sehr schön aus. Ja, du weißt, ich trinke keine Musik. Okay. Oh, Scheiße. Ich kann. Mal gucken, ist das voll schwer, aber dann kannst du gucken, ja. Es sind nur noch zwei Szenen. Irgendwie auf der Lage, es tut mir leid. Mach nichts. Na, ich habe ja eigentlich was hier umgelegt. Aber es ist mir irgendwie peinlich. Warum? Ja, ich bereite was vor für den ZDF. Ist doch super. Ja, ein Zweiteiler. Richard der Dritte. Du kannst dir vorstellen, wie die sich ziehen. Wolltest du mal was machen? Was geht? Kennen Sie, ne? Ja. Na, super. Genau. Habe ich gemacht auf der Schauspielschule. Ja. Was? Kannst du uns dort machen? Ja. So ist das. Ja. Das ist Thomas Pasch, oder? Ja. Super. Das habe ich gemacht damals. Okay. Puh. Naja, da war eine Rote. Ich hatte nur eine. Also, genau, die Szene mit dem Stück, oder? Ja. Ja? Ja. Okay. Also, ach, keine Töne eines großen Königs. Das königliche Blut in diese Fenster durch die Leben flog, hieß ich aus meinen Augen armes Salz. Verflucht die Hand, die solche durch den Blut. Erbleichen soll die Mutter, wenn sie sieht, wenn er ein Weib hat, es soll ihm gehen, durch seinen Tod noch dreckiger als mir. Wenn er ein Weib hat, es soll ihm gehen, durch seinen Tod. Dreckskerle! Setz die Leichen ab, ich mach zu Leichen den, der mir nicht gehorcht. Du Satan, aus dem Weg, zur Hölle hast du uns die Welt gemacht. Du, Entschuldigung, kann ich es kurz alleine durchgehen? Also, dass ich ihn wieder richtig kann? Also, ich habe das Gefühl, ich krieg den relativ schnell wieder, aber. Ich soll jetzt gehen, ja? Nein, 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 ich kann rausgehen. Nein, bleib's jetzt. Okay. Ich geh mit meiner Frau einen Kaffee trinken. Nimm dir Zeit. Ist das kein Problem? Nein, super. Super. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich komme ja. Super, okay. Danke. Tschüss. Bis dann, ciao. Halte durch, ich brauche dich. Danke, mich, ich liebe dich. Ach.
kalte Hülle eines großen Königs. Blutloser Rest aus königlichem Blut. Blutloser Rest aus königlichem Blut. Genau. In diese Fenster durch die... Das ist die Wunde. In diese Fenster durch die Leben floh, gieß ich aus meinen Augen Armsalz. Gieß ich aus meinen Augen Armsalz. Verflucht die Hand, die solche Löcher riss. Verflucht das Herz, das zu tun. Genau. Wenn ihr ein Kind je habt, so sei es verkommen und zu früh zur Welt gebracht. Erbleichen soll die Mutter, wenn sie sieht. Wenn er ein Weib je hat, so soll's ihm gehen durch seinen Tod noch dreckiger als mir. Okay. Wenn er ein Weib je hat, so soll's ihm gehen durch seinen Tod noch dreckiger als mir. Satan, aus dem Weg zur Hölle hast du uns die Welt gemacht. Dein ist dies Blut, Gott, räche seinen Tod. Du trinkst es, Erde, räche seinen Tod. Der Himmel trefft den Mörder mit dem Blitz. Du Erde, tu dich auf und friss ihn ganz. Gestattet, schlimmste Fäulnis eines Manns, für alle schlimmen Taten, die er kennt, euch zu verfluchen heute, Punkt für Punkt. Queen Margaret sah noch rot von seinem Blut, dein krummes Schwert. Hast du nicht diesen König umgebracht? Hast du nicht diesen König umgebracht? Du warst gereizt von deinem Blutinstinkt, der immer wach wird, wenn es ans Schlachten geht. Hast du nicht diesen König umgebracht? Du gibst es zu? Dann, du Satan, sollst du verflucht sein für die schlimme Tat. Er war sanft, war gütig und so treu. Gestattet, schlimmste Fäule seines Manns, für alle schlimmen Taten, die ihr kennt, euch zu verfluchen heute, Punkt für Punkt. Queen Margaret sah noch rot von seinem Blut dein krummes Schwert. Scheiße. Hallo? Katharina, hallo. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich bin auf der Probe. Tut mir leid. Ja, ich muss dich zurück. Ja, ist okay. In einer halben Stunde, okay? Ja, ciao. Margaret sah noch rot von seinem Blut dein krummes Schwert. Du warst gereizt von deinem Blutinstinkt, der immer wach wird, wenn's ans Schlachten geht. Hast du nicht diesen König umgebracht? Hast du nicht diesen König umgebracht? Umgebracht. Du gibst es zu, du Satan, dann sollst du verdammt sein für den feigen Mord. Oh, er war sanft, war gütig, war so treu.
Und du nur in die Hölle! Nirgends sonst! Entschuldigung. Entschuldigung. Fang jetzt an, ne? Okay. Darf ich dir kurz erklären? Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt keine Leiche, aber soll ich nehme den Kopf? Ist okay. Nein, nicht? Ist okay. Und würdest du mir reinlesen? Ja. Super. Danke dir. Der Wille eines großen Königs. Blutloser Rest aus königlichem Blut. In diese Fenster, durch die Leben floh, gieß ich aus meinen Augen armes Salz. Verfluch die Hand, solche Löcher riss. Verflucht das Herz. Das Herz hat das zu tun. Wenn er ein Kind hier hat, so sei es verkrüppelt, verkommen und so früh zur Welt gemacht. Erbleichen soll die Mutter, wenn sie sieht. Soll sie ihm gehen, durch seinen Tod noch dreckiger als mir. Dreckskerle! Setz die Leiche ab, ich mag zur Leiche gehen, wenn ich gehorche. Du Satan aus dem Weg! Zur Hölle hast du uns die Welt gemacht! Dein ist dies Blut, Gott, reiche seinen Tod. Du trinkst es, Erde, räche seinen Tod. Der Himmel trefft den Mörder mit dem Blitz. Du, Erde, tu dich auf und friss ihn ganz. Gestattet, schönstes Bildnis einer Frau, von allen schönen Taten, die er nennt, mich freizusprechen heute, Punkt für Punkt. Gestattet, schlimmste Folge eines Manns. Für alle schlimmen Taten, die ihr kennt, euch zu verfluchen heute, Punkt für Punkt. Ich habe euren Mann nicht umgebracht. Queen Margaret, sei noch rot von seinem Blut dein krummes Schwert. Du warst gereizt von deinem Blutinstinkt, der immer wach wird, wenn es ans Schlachten geht. Hast du nicht diesen König umgebracht? Ich gebe es zu. Du gibst es zu. Dann. Für die schlimme Tat. Er war sanft. War gütig. Und war so treu. Thank you.
nach oben passt er besser hin als hier. Und du? Du? In die Hölle! Der Grund und auch die schlimme Tat. Der Grund war eure Schönheit. Wer ist so? So schreibe ich mir. Mit diesen Nägeln alle Schönheit vom Gesicht. Mal schauen, was ich für dich tun kann. Servus, du Arsch. Was? Musst du jeder depperten Food meine Handynummer geben? Ich sag's dir, wenn du mit mir weiterarbeiten willst, reiß die Zunge, du Arsch, ja? Na, hat's dann bloß. Gratuliere! Ich liebe dich.